Wieder einmal vollzog sich am Samstagmorgen im Petersdom und auf dem nahegelegenen Platz Pius XII. Die alljährliche traditionelle Segnung der Tiere. Tausende von Mitgliedern der Tierzuchtvereine nahmen zunächst an der Heiligen Messe zu Ehren des heiligen Antonius des Einsiedlers, des Patrons der Tierzüchter, teil. Kardinal Angelo Comastri zelebrierte die Messe, an deren Anschluss die Segnung der Tiere erfolgte. Dieser Festtag ist eine alte Tradition, die durch die Jahrhunderte hinweg bis zum heutigen Tag weitergegeben wurde und in Italien immer noch lebendig ist. Es war ein bedeutendes Ereignis für die Tierzüchter, die zu Tausenden herbeigeströmt waren und ihre Tiere auf dem Platz Pius XII. In der Nähe des Petersdoms segnen ließen. Darunter auch zahlreiche Gläubige mit ihren Haustieren.